Moin moin, seid gegrüßt, herzlich willkommen liebe Leute zu einer neuen Runde City Bus Manager. Vierte Folge schon und mittlerweile, wir sind noch nicht ganz pleite. Wir haben 18 plus gemacht bisher heute. 18 Euro. Wahnsinn. Aber okay, wir haben halt Ziele, ne? Insgesamt sollen wir 114 Fahrgäste befördern, von denen haben wir sage und schreibe schon 44 befördert. Wir haben aktuell drei Linien, einmal quer durch Niebel, einmal von Niebel nach Dagebüll. Wird dem einen oder anderen was sagen, vielleicht wegen der Fähre nach Föhr, Amrum und so weiter. So, und wir haben hier natürlich den Bahnhof angebunden, der nach Westerland rüberfährt. Ja, ansonsten, er sagt zu uns, wir sollen erstellen mindestens also noch weitere Routen, damit wir 42% von allen Gebäuden erreichen, die er uns vorschlägt, die tolle Gebäude sind. Ich sehe so leider nicht deren Einflussbereich, ne? Also ob die jetzt alle pauschal zu dieser Bushalte zählen oder nicht, das kann ich nicht genau erkennen. Macht aber nichts, wir werden trotzdem in der heutigen Folge versuchen, das ganze Ziel weiter auszubauen. Hier fährt er sogar dann außerhalb der Map rum. Ich weiß auch nicht, ob man das noch freischalten kann, ob man sein Netz dann noch vergrößert. Also bin ich gespannt, auf jeden Fall. Weil ich glaube schon, dass wir mit Erreichen von diesen Meilensteinen vielleicht tatsächlich zusätzlich Land freischalten können. Hier wäre halt Leck, wäre auch ein großer Ort, der so, oder so ein großer Ort, aber so groß wie Niebel immerhin. Denn wir befinden uns hier nach wie vor in meiner Heimat, wo ich aufgewachsen bin. Früher, ne, für die Landwirtschaftssimulator-Freunde unter euch Fans, die wissen, kennen mich ja auch. Also früher bin ich hier, ich habe schon mal erzählt, und zwar Niebel, da bin ich hingezogen und da waren wir, war ich 10 Jahre alt und vorher von 6 bis 10 haben wir hier gewohnt. Und die Felder hier rundherum sind Familienbesitz praktisch. Sind alles super Marschboden natürlich, sehr, sehr ja, guter Boden. Verpachtet das Ganze an einen Großlandwirt, der mehrere tausend Hektar bewirtschaftet, sowohl hier im Norden, Nordfriesland, als aber auch im Osten. Und das hier, ja, seht ihr, typische Felderaufteilung, ne? Quadratisch praktisch gut. Und auch die Straßen seht ihr ziemlich ne, im rechten Winkel. Deswegen erkennt ihr auch die nordfriesische Marsch. Das ist wirklich so in Nordfriesland, weil alles Land, was über die Jahrhunderte der Nordsee abgewrungen worden ist. Außendeichlinie Richtung Wasser ist hier. Wasser ist hier ein bisschen komisch. Also das müsste eigentlich blau dargestellt werden alles. Aber ist halt hier grün im Spiel, aber egal. So, hier ne, wären wir jetzt mit dem Bus eingestiegen. Früher mussten wir mit dem Bus dann fahren von hier bis zum Schulzentrum in Niebel. Zuerst zur Grundschule und später dann eben noch zur Realschule. Wobei, dann sind wir ja eben auch hier hingezogen und mussten dann immer mit Fahrrad dahin fahren. So, wisst ihr Bescheid? Wir wollen mal eine neue Linie anbauen. Linie, neue Linie. Die dürfen wir noch nicht. Da müssen wir erst 25 Punkte für haben, um halt Klinikum Nordfriesland, Klinikum Niebel miteinander zu verbinden. Wir werden jetzt nochmal schauen, dass wir nochmal möglichst viele wichtige Gebäude anschließen. Ich weiß gar nicht, wo er hier parkt. Schulzentrum. Aber wir parken, also ich habe schon das. Nee, das möchte ich gar nicht. Weil bei dem Schulzentrum sind wir ja schon. So. Würde man sagen, hier kommen wir gut. Hier haben wir Stadtpark, hier haben wir die Schule. Zählt auch noch als Zop. Nicht, naja, eigentlich, weil hier ist der Zop. Hier ist auch der Jahrmarkt immer. Rummel, wie auch immer ihr das nennen möchtet. Hier ist eine Schwimmhalle. Soll ich da nochmal anhalten an der Schwimmhalle? Tonnenhalle. Tonnenhalle, da wird auch Handball gespielt und sowas. So, die Halle. Ja, zählt zur Schule, Friedrich-Paulsen-Schule. Dann müssen wir hier nochmal hin. Hin, da macht ja auch keinen Sinn, da fährt auch keiner mit. So, dann hier irgendwo zum Einkaufen. Und hier vielleicht nochmal ins Gewerbegebiet. Bauscenter. Riesenhof, da kann man kegeln und so. Ja, da würde ich hier eigentlich auch schon wieder am Bahnhof enden, ne? Noch mal eine gute Route, dann gucken wir noch mal hier, ob wir hier noch irgendwas finden.
Ich muss jetzt ja irgendwie wieder im Umweg eigentlich wieder zu unserem Ursprungsstart zurück, würde ich meinen. So, ne? Ein Bus, alle 30 Minuten. Oh, guck mal, der scheint aber kurze Spitzen zu haben. Nice. Alle 45 Minuten würde auch gerade noch so gehen. Fahrgastaufkommen pro Fahrt schon bis zu 45. Naja, komm. Machen wir mal so. Und dann brauchen wir aber erstmal, müssen wir wieder zum Depot. Wir brauchen natürlich noch, wir können ja eigentlich. Kann ich so schon kaufen? Nein. Dann würde ich sagen, bauen wir noch mal. Auf einen kleinen Stellplatz. Dann kaufen wir noch einen Bus. Oh, guck mal, gibt einem mehr zur Auswahl. Ein Lion City A21 Bus. 83 Fahrgäste würden da reinpassen. Ist wahrscheinlich eher die große Klasse, oder? Nee, das ist sogar Mittelklasse. Aber das ist noch für uns viel zu groß, macht ja keinen Sinn. So, ja, wie gesagt, vom Design her bleibt man ja irgendwie bei so beim Grün, Dach bleibt weiß. Und das ist, wie gesagt, ist mir echt egal. Unsere Sterne vorne und hinten. Wie gesagt, so ein Fat Action Logo an der Seite, das wäre natürlich noch nice, aber kann man machen, muss man nicht machen. So, dann Personal brauchen wir natürlich nochmal einen weiteren Busfahrer. Jeder Mitarbeiter benötigt einen Spind. Platziere wieder einen Spind. Ach nee, müssen wir erstmal hier im Flur noch ein paar Spinde platzieren, damit wir da wieder Platz kriegen. So, da ist unser Flur auch gleich komplett dicht geballert. Die Forschung ist abgeschlossen gewesen, wurde gerade eben gesagt. Unsere Fahrzeuge brauchen jetzt 10% weniger. Forscher können wir erstmal fortbilden. Oh, guck mal, was wird gekauft? Auf ein Wochenticket. Stopp. Geh auf die Toilette. Und schon ist der Service-Schalter unbesetzt hier, ne? Das ist ja auch nicht so die feine Art. Personal, ich glaube, ich brauche nochmal einen zweiten Service-Mitarbeiter. Ja, Service-Mitarbeiter Jordi. Dann. Oh ja, achso. Busfahrer wollte ich noch haben, ne? Ach, Personal. Überall schwer zu kriegen. Freundlichkeit und geht so, ne? Ist aber. So, wir haben noch ein zweites. Ah, hier. Busfahrer Sayaya. Ja, Sayaya. Ruby. Ist aber besser als freundlich und Zuverlässigkeit. Wir werden. Das kriegen wir vielleicht noch hin. Ich weiß es nicht. Gut. Bauen. Wir bauen nochmal unser Service Center größer. Eigentlich, naja, größer kann ich es gar nicht bauen. Dafür muss ich richtig groß umbauen. So, aber dann haben wir hier zwei Stationen. Weil wenn die eine da immer Pause macht und rumsitzt und so weiter und auf Toilette ist, dann haben wir jetzt hier. Nicht, dass uns die Ticketverkäufe hier durch die Latten gehen, ne? Verspätete zuweisen. Oh nein! Sorry. So, oder? Leute, läuft auch unser kleines, feines Busunternehmen hier. Aber jetzt müssen wir gucken. Fuhrpark. Unser Bus. Der 1. Ich da den, guck mal, Kilometerstand 406, 144, 271, 150, das ist alles noch frisch, ne? Nächste Schicht. So Pferdschicht auf Pferdschicht. Sind auch noch gut gefüllt, sind sauber und alles gut. Müssen uns gar keinen Kopf machen. Aber ich muss ja schon so ein bisschen nachher über den Umbau, also wenn wir weiter wollen. Soll grün sein. Jetzt ist da überhaupt kein Personal mehr am Start. Start oder was?
So, die wird erstmal fortgebildet. Hier will man die Forschung. Jetzt zeigen wir uns nochmal, was können wir eigentlich alles forschen. Also Solobusse, Lenkbusse, Doppeldeckerbusse, Spritverbrauch nochmal um 10% senken. Dafür brauchen wir aber Erfahrungspunkte, die dann entweder sein müssen oder weg sind. Das sehen wir dann, das weiß ich noch nicht genau. Und Busverschleiß reduzieren, Fahrgastzufriedenheit, Bushaltestellen, Upgrades freischalten. Da kann man die Bushaltestellen verbessern. Eine mobile App kann man entwickeln. Das Betriebsgelände kann noch vergrößert werden. Preise für Ersatzteile können reduziert werden. Besseres Essen für deine Mitarbeiter kann freigeschaltet werden. Und Einsatzgebiet vergrößern. Das finde ich nice. Also das ist das, was ich sagte. Dann können wir tatsächlich noch mal ein bisschen in die Regionen gucken. Aber natürlich nicht. Schichtplan, zusätzliche Tools, Schichtplan und Details zur Unternehmensbewertung. Hört. Noch haben wir Geld. Wer weiß wie lange, ne? Ich habe halt... Das ist also, ne? Hier kann man die Linien angucken, wie viele mitgefahren sind und wie so der Umsatz war und wie so die Wirtschaftlichkeit bisher ist. Dann plus 10. Durchschnittliche Verspätung. Oh, 10 Minuten zu spät. Was? Oh. Portierte Fahrgäste. Aber guck mal, hier waren 22 Leute. Aber schon erweiterte Einstellung. Man kann tatsächlich dann nachher nochmal, glaube ich, Fahrplanvorschau. Ich weiß nicht, ob man. Also man kann einzelne Tage rausnehmen, man kann gewisse Uhrzeiten wahrscheinlich ändern. Da kann man, glaube ich, richtig, richtig ins Detail gehen. Wenn man sagen will, ah, die finde ich aber blöd und ne, fahren wir schneller oder langsamer. Also es ist schon, was das angeht, für die Friemelfreunde, ne? Schon einiges zu friemeln. Ich habe auch keine Ahnung, wie groß nachher so eine Zentrale wird. Damit man noch mehr Forscher vielleicht haben sollte. Müssen wir mal gucken, wie lange das Ganze dauert. Ja, Marktplatz, man kann Gebrauchtbusse kaufen. Wie ich aber schon sagte, sehe ich jetzt noch nicht so richtig als Vorteil an. Wir haben hier eine Werkstatt, da haben wir noch gar nicht geguckt. Na, Ersatzteile müssen wir einkaufen. Gibt es Rabatt? Ne. Lieferung. Also neuer Motor, neues Licht, neue Blinker, neue Scheibenwischer, neue Klimaanlage, neuen Router. Neue Bremsbeläge, Reifen Z, Ölkanister und Keilriemen. Kann man alles kaufen. Motor ist natürlich hart teuer, ne? Klar, Licht kaufen wir 2, Blinker 2. Alles, was günstig ist, kaufe ich erstmal zweimal. Da haben wir das erstmal auf Lager. Da kommt Motor auch. Kaufen einfach alles zweimal. Kaufen für 5000. Dann haben wir halt schon mal viel im Lager. Wird geliefert wohl am nächsten Morgen. Dann haben wir die Ersatzteile und das ist ja praktisch hier unsere Hebebühne. Darlene kann sich nochmal fortbilden. Fortgeschritten, Zufriedenheit, Freundlichkeit. Genau, das erstmal ein bisschen lernen, ne? Darlene, ich kann Darlene auch umbenennen. Darlene könnte ich auch umbenennen. Aber möchte ich gar nicht. So, was ist das? Bewertung. Details. Pünktlichkeit. Bus-Tour. Der Citybus, ich weiß es nicht. Rasen hier aber auch. Boah, da fahren ein paar Leute mit, ne? Was? So sehe ich jetzt nur so und so sehe ich auch, welche Busse das sind. Ich kaufe 47 Fahrkarten. Das scheint ja immer mal so reinzukommen. 4 Erfahrungspunkte haben wir hier, ist ja nichts, ne? So, vergrößere dein Liniennetz. 37,5 von 42. Hatten wir es nicht eigentlich schon? Problem ist natürlich, wenn wir jetzt erforscht haben, dass wir weiteres Land kaufen, also freischalten können, dann kriegen wir bestimmt auch mehr Gebäude rein. Ne? Dann heißt es, wird für uns noch schwieriger. Hinterm gibt es sonst nichts zu sehen. Gerade habe ich noch irgendwo halt wichtige, also wirklich Knotenpunkte sehe, wo ganz, ganz
Spiele sind. Hier Klicksbild, hier sind wir auch gar nicht hingefahren. Bis nach Bralrup könnte man hier fahren. Vielleicht sollten wir da noch mal irgendwo so eine Verbindungstour zwischen den Dörfern machen. Das sind alles kleine Dörfer hier, ne? Aber sind halt auch, hier ist nichts. Also nichts, was wir da bräuchten. Drangsbüller Stuben. Wird hier irgendwo Silbershusum sein. Vielleicht auch, ne? Diejenigen, denen das was sagt. Kirche, Markt. So, aber auch nicht, das sind zwei Punkte, ne? Zwei Punkte zu verbinden. Also wir sehen, das ist schon ein großes Land hier, ne? Aber weiß auch nicht, ob diese Station für das alles zählt, weil das ist ja schon nochmal ein Knotenpunkt hier irgendwie, ne? Sonst würde ich sagen, können wir die vielleicht nochmal bearbeiten. Oder? Linien 3 bearbeiten. Würde ich hier dann noch mal gucken, ob das was bringt. Der muss jetzt aber eigentlich. So, eine Zopp Nibel, Nibel, Dagobel Mole, Dagobel Supermarkt. Dagobel Kirche. Café. Ich gucke jetzt nochmal hier so, ne, dass wir halt noch ein paar mehr Gebäude mitnehmen, damit wir über diese 42% Hürde kommen. Marsbüll. Marsbüll Bahnhof wird da gezählt. Dann würde ich hier Dezbüll, müsste eigentlich das beides zählen. Auch zum Museum. Noch zum Naturkundemuseum. Wo ich jetzt eigentlich wieder hin? Zum Zopp möchte ich jetzt wieder. Will ich einfach hier nochmal mittendrin parken. Und dann wieder zum Zopp zurück. Panromantiker, danke fürs Reinschalten. Eine Linie fährt nicht. Weiter bestätigen. So. Das ist ein Schichtzuweisen. Verspätete Zuweisung zuweisen. Linie 3. Warum denn? Was ist denn passiert? Immer noch die Nibelnachricht. Jetzt eigentlich nicht zuweisen, hier zwei. Was ist denn das? Aber da sind doch welche eigentlich, verstehe ich nicht genau. Was ist mit den Bussen? Erreiche 11 aktive Wochenkarteninhaber. 4. Ja, einen haben wir, okay. Verkaufe 47 Fahrkarten. Das werden wir so oder so schaffen. Aber wir haben, ich kann hier keine Schicht, Linie 2, die jetzt so sehr frequentiert, oder warum muss ich da jetzt noch was zuweisen? Besser absagen, ne? Oder? Ich weiß nicht genau.
15:55. Kann es das sein, dass ich vormittags und Nachmittagsschichten praktisch habe und dann müsste ich noch mehr Personal? Wie soll ich das denn alles bezahlen? Weil es gibt ja hier so wenig gutes Personal. Das kann natürlich sein, ne? Bei der Abendsubsistenz war so, habe ich zumindest bei mir im Kalender stehen. Oh, aber ich würde sagen, wie es mit dem Citybus Manager weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Danke fürs Einschalten, kurze Pause, bis zum nächsten Mal und tschüss.